Einen fröhlichen 10. Dezember, liebe Zuschauerlein. Ich weiß noch nicht, was ich heute geschenkt bekommen habe, denn ich fahre jetzt gleich. Deswegen muss ich mich auch schon wieder beeilen, Junge. Ich fahre gleich zu meinem Schnecklein und dann bekomme ich erst ein Geschenk, wisst ihr. Das heutige Thema ist verbunden mit dem Video. Und zwar geht es um Vlogs und sowas. Das sind ja theoretisch Vlogs, was ich hier mache. Also so praktisch jeden Tag ein Wunsch, Glückwunsch, ein Hallo an euch mit einem kurzen Thema. Über mich ist ja eigentlich, sind ja Vlogs. Und das kommt anscheinend sehr gut an bei euch. Es gefällt euch. Gestern habe ich auch mit einem geschrieben und dann hieß es, ich soll generell halt Vlogs machen, beziehungsweise Gameplays und dazu reden, also einfach Commentaries, ne? Ein Gameplay aufnehmen, irgendwas, möglichst irgendwas, worauf man sich nicht, also ihr wisst, was ich meine. Nicht jedes Spiel ist für ein Gameplay, für ein Commentary geeignet, ne? Irgendwas mit viel Story ist scheiße mit für ein Commentary. Aber jetzt einfach so Online-Geballer, COD, Counter-Strike, Battlefield oder sowas, dass ich da einfach ein Gameplay laufen lasse und dann irgendwelche Sachen über mich erzähle. Das ist ja immer nur schwierig. Ich bin gerade eben auch schon wieder bestimmt 5 Minuten rumgelaufen und überlegt, was ich erzählen soll. Zum Glück ist mir das jetzt so im Gedächtnis geblieben, dass ich da gestern ein kurzes Gespräch hatte mit jemandem, was würdet ihr denn davon halten? Also ich überlege generell, weil es halt so gut läuft, weil euch es anscheinend so gut gefällt, ob ich nicht einfach Vlogs mache, manchmal diese reinstreue, also so einfach vor der Kamera irgendwas erzähle, was passiert ist, wenn mir irgendwas passiert ist. Mein Leben ist ziemlich unspektakulär, deswegen passiert mir nicht so viel. Für mich sind die Sachen halt zumindest nicht so spektakulär. Also ich meine, ich war heute zum Beispiel schon wieder auf dem Mond. Langweilig. Ne, ich weiß schon, vielleicht ist ja da doch was dabei, was euch dann doch interessiert. Also vielleicht, ich habe schon so oft vielleicht gesagt, vielleicht mache ich sowas. Entweder genau so oder mit Gameplay oder halt gemischt, mal so vor der Kamera oder wenn ich bei irgendwas ein cooles Gameplay habe, das ich euch zeigen will oder so, dann so, sagt mal, was ihr davon halten würdet. Ihr kleinen Schnitzel! Ja, jetzt habe ich leider, wie gesagt, nichts geschenkt, nichts bekommen. Das ist doch das von gestern, die Rotzeansammlung. Jetzt weiß ich nicht, was ich, jetzt kann ich keine großartigen Witze da einbauen, Leute. Hilfe! Deswegen ist es jetzt auch schon zu Ende. Ich muss mich eh beeilen. Ich muss dann gleich zu meiner Mademoiselle fahren. Morgen kann ich euch zeigen, was ich dann geschenkt bekommen habe. Lieber, macht mal eure Augen ganz weit auf, tut's weh. Nee, gell? Also, dann, sagt mir, was ihr davon haltet und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Schlawitzel, Wiener Schnitzel, Wiener Schnitzel-Esser.